Die letzten Wochen habe ich einmal mehr die Streaming-Portale etwas unsicher gemacht und ich habe auch ein paar, ja, Blu-rays 4K UHD gesehen. Ich würde sagen, los geht's. Die Minions auf der Suche nach dem Miniboss, der zweite Teil der Minions-Ableger oder der sechste Teil von Ich einfach unverbesserlich, könnte man fast schon sagen. Es hängt ja alles irgendwo zusammen, muss man ganz klar so festhalten. Und in diesem Teil bekommen wir die gewohnte Animationsqualität, wie wir sie kennen. Sehr hochwertig das Ganze, storymäßig, inhaltlich alles doch durch. Ja, sehr durchschnittlich das Ganze. Und man muss auch dazu sagen, dass unsere Minions hier auffallend viel Spanisch sprechen, weil das doch eigentlich so eine Minion-Quatschsprache sein soll, und das fand ich hier so ein bisschen entzaubernd tatsächlich am Ende des Tages. Weiter geht's auf Amazon im Abo mit Alienoid, wie das Ganze ausgesprochen werden möchte. Und zwar haben wir hier so einen schönen Science-Fiction-Film, der mich echt überrascht hat. Die Story ist überdurchschnittlich gut. Die Welt ist fantastisch umgesetzt. Also ich war echt überrascht. Also das muss ich vor gar nichts verstecken. Die Charaktere sind hervorragend umgesetzt mit sehr hohem Wiedererkennungswert. Am Ende des Tages von mir 7 von 10 Punkten. Eine absolute Filmempfehlung für jeden, der mit dem Sci-Fi-Genre was anfangen kann. Jackie Chan und John Cena zusammen in einem Netflix-exklusiven Film Hidden Strike. Und ich habe gedacht, so zwei meiner Helden, die in einem Film zusammentreffen. Wir haben hier echt eine unterdurchschnittlich gruselig schlechte Story. Wir haben Action-Szenen, die einfach nicht funktionieren, muss man dazu sagen, weil sie einfach, es funktioniert einfach nicht. Es ist unglaubwürdig, es ist übertrieben, es ist dumm. Die Animationsausfälle kommen in diesen Action-Szenen absolut zum Tragen. Und die Charaktere, klar, Jackie Chan und John Cena, die schaffen das hier nicht zu retten. Sie haben durchaus gute, interessante Charaktere, die allerdings auch übers Durchschnittsniveau nicht hinauskommen. Am Ende des Tages ein generischer 0815-Film. Alle Actionfans oder Fans der beiden Schauspieler dürfen hier mal einen Blick riskieren, aber es ist eher so ein Häkchen setzen als ein Filmerlebnis. Auf Amazon Video erwartet uns im Abo mit Tide so der Film. Der hat mich ein bisschen an Wall-E erinnert von der Beschreibung. Also die Menschheit musste die Erde mal verlassen, kommen wieder, um zu gucken, was so los ist. Und dann schlägt der Film doch einen durchaus, ich sag mal, realistischen Ton an. Und das hat mir persönlich nicht gefallen, weil es mir nicht Sci-Fi-lastig genug war. Allerdings zugegebenermaßen wahrscheinlich näher an der Realität als alles andere, was man aus dem Sci-Fi-Genre so kennt. Muss man auf der anderen Seite auch ehrlicherweise mal dazu sagen. Hat aber dadurch meine Erwartungshaltung nicht getroffen und war mir doch zu realitätsnah, sagen wir es mal so. Die Story ist ja leicht überdurchschnittlich oder am oberen Ende des Durchschnitts. Die Welt hat mir überhaupt nicht gefallen, weil nicht Sci-Fi-lastig. Die Charaktere waren leider auch nichts Besonderes. So bleibt für mich persönlich am Ende so ein richtig schöner Durchschnittsfilm aus dem Sci-Fi-Genre, der irgendwie, ja, ich fand das Setting einfach doof. AAA Blockbuster Kino auf Disney Plus mit The Marvels, sollte man glauben, dass man sowas bekommt. Nur ist dieser Film, ich muss dazu sagen, The Marvels ist für mich etwas schwierig zu beschreiben. Ich würde sagen, das ist wie so ein Cocktail aus guten einzelnen Zutaten, die zusammengemixt irgendwie nicht schmecken. So würde ich den Film irgendwie in Worte fassen. Fällt mir echt ein bisschen schwer. Denn die Story ist an und für sich, die hat unglaublich viel Potenzial, ist auch viel tiefgründiger, wird aber gar nicht richtig erläutert. Dann haben wir die Charaktere, die hier auch irgendwie nicht so wahnsinnig, ja, es matcht einfach nicht so richtig. Ich meine, Miss Marvel ist für mich auch so ein Charakter, den die Welt echt nicht gebraucht hat, um im Marvel-Universum einmal das zu bleiben, was das Thema betrifft. Und von der Atmosphäre muss man auch dazu sagen, ja, zieht der Film jetzt auch keine Wurst vom Teller, so dass am Ende des Tages für mich einfach hier 6 von 10 Punkten stehen bleiben, ist für mich ein Durchschnittsfilm, weil er hat gute Momente, er hat gute einzelne Komponenten, die den Film ausmachen, aber halt in Summe funktioniert das Ganze nicht. Auf Blu-ray UHD 4K habe ich Blue Beetle eine Chance gegeben. Ich habe im Vorfeld schon gehört, so Power Rangers für Arme könnte man fast sagen, so als missglückte Filminterpretation. Ich muss dazu sagen, ich fand den Power Range-Vergleich, der hinkt schon ganz schön. Also man könnte, wenn dann sagen, es ist eine moderne Neuinterpretation der Power Rangers, absolut State of the Art. Aber ich muss auch dazu sagen, der Film hat mir insgesamt echt gut gefallen. Also diese Story ist echt 0815, kommt über den Standard nicht hinaus.
Atmosphäre und Charaktere sind aber überdurchschnittlich und was mir besonders gut gefallen hat, war die technische Umsetzung. Es ist ja nicht das höchste Blockbuster-Kino à la Avatar 2 etc. pp., was so dieses Niveau erreicht. Allerdings hat man es hier geschafft, das technisch so gut umzusetzen durch, ja, durch so einen Düsenblur und irgendwie ist immer mal was los, dass das Bild nicht so perfekt scharf ist oder auch Animationen als Animationen auffallen, aber dann im Gesamtsetting doch wieder harmonieren. Und das hat mich echt ein bisschen überzeugt, wie gut man das hier hinbekommen hat. So dass ich am Ende des Tages sage 7 von 10 Punkten. Ja, eher durchschnittlicher Film mit aber einem verdammt guten Sounddesign. Ich muss allerdings hier mal Kritik äußern, dass ich den Bass tatsächlich echt so 3-4 Dezibel zu krass abgemischt fand über weite Teile des Films. Also eine Kritik, die ich glaube ich auch noch nie äußern konnte an dieser Stelle. Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem auf Blu-ray UHD 4K. So, wenn man den kryptischen Titel einmal aufgesagt hat, und das ist ja nicht mal so einfach, habe ich gerade festgestellt, dann bleibt am Ende des Tages ein Film, der die Story der Ninja Turtles von Grund auf erzählt. Also, wenn ihr noch nie über das Thema Ninja Turtle gestolpert seid, könnt ihr mit diesem Film starten, es wird alles erzählt. Da ich natürlich ein Kind der, ja, 90er bin, muss ich ganz klar dazu sagen, oder in den 80ern geboren, und die 90er waren halt so meine aktiv wahrgenommene Kindheit und Jugend, was das betrifft. Und deswegen kann ich sagen, die Ninja Turtles, mit denen verbindet mich echt schon eine ganze Menge, was meine Kindheit betrifft. Und ich finde diese Neuinterpretation schon sehr cool irgendwie gemacht, weil es wirklich, die Ninja Turtles sind hier nicht irgendwo in den 90ern aufgewachsen, sie wachsen hier im Jahre 2023, sind sie im Teenie-Alter angelangt und da setzt der Film auch an. Und das ist schon echt cool gemacht, wie man das in diese moderne Zeit transportiert bekommen hat. Der Style des Ganzen ist wie so ein Cel-Shading-Comic-Look, also man könnte jedes Bild einfrieren und in so einen Comic abdrucken, das würde funktionieren. Ich muss aber dazu sagen, was mir bei diesem Stil nicht gefallen hat, das waren einfach immer mal ein paar Frames zu wenig in den Bewegungen, gerade in den schnellen Bewegungen, wodurch das diesen abgehackten Look bekommt. Allerdings hat mich das in diesem Film gestört, während es mich bei Spider-Man beispielsweise, hier, wie heißt das hier, Universe, Multiversumsgedöns dann den Spider-Man-Film, da ist es ja auch abgehackt da drin, aber da ist das echt stimmig drin und hier wiederum hat es mich immer doch ein bisschen gestört, muss ich ganz klar dazu sagen. Die Charaktere haben mir auch nicht so wahnsinnig gut gefallen. So der klassische Shredder-Bösewicht, der wird hier ja nur mal so angeteased. Es gibt ihn in diesem Film so nicht und da war ich dann auch ein bisschen enttäuscht, dass man so ein bisschen, ja, man hätte so einen richtig großen Bösewicht da darstellen können. Ja, es gibt hier einen richtig großen Bösewicht, aber es ist irgendwie, ach, ich weiß auch nicht, da hat man einfach Potenzial verschenkt am Ende des Tages. So dass ich aber immerhin noch sagen kann, 7 von 10 Punkten aus der Retro-Brille. Ich glaube, wer mit dem Thema noch gar nichts anfangen kann und diesen Film das erste Mal sieht, ja, da würde ich fast sagen, da könnten auch dann am Ende sagen, 0 auf 15 Haken dran, ne? Aber für alle, die mit dem Thema der Ninja Turtles was anfangen können, die bekommen hier doch eine schöne neue Interpretation von dem, was man ja kennt. Und es fühlt sich auch echt ganz anders an und es ist auch nicht so das Nacherzählte. Also man geht ja schon eigene Wege. Absolute Empfehlung für Nostalgie. Fans an dieser Stelle. Wenn ihr nicht verpassen wollt, wie es auf Grimms Heimkino weitergeht, sind Abo und Glocke das Mittel eurer Wahl, um auf meinem Kanal nichts mehr zu verpassen. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und freue mich, wenn ich euch auch das nächste Mal wieder bei mir auf dem Kanal begrüßen darf.